Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video seht ihr jetzt ein lineares Gleichungssystem. Und das wollen wir jetzt grafisch lösen. Natürlich können wir das auch rechnerisch lösen, aber der erste Schritt wird sein, wie löse ich das Ganze grafisch? Und das werde ich euch jetzt zeigen. Als allererstes brauchen wir eine einheitliche Form. Und das ist die Normalform, die kennt ihr ja schon von der linearen Funktion. Das heißt, um. Das Ganze grafisch lösen zu können, müssen wir das erst auf die Form y ist gleich mx plus t bringen. Schauen wir uns die erste Gleichung an. Hier ist das x noch auf der falschen Seite. Das heißt, wir müssen das mit minus x auf die andere Seite bringen. Und das schreibe ich jetzt nochmal hin. y ist gleich minus x plus 3,5. Also minus x hier, dann muss natürlich auch das minus x hier hin. Ich habe es gleich nach vorne geschrieben, damit es in diesem Format ist, das wir von der Normalform kennen. Und die zweite Gleichung, da haben wir hier noch dieses 0,5 vor dem y zu viel. Das heißt, wir können entweder geteilt durch 0,5 rechnen oder wie ich das gerne mache, mal 2. Es kommt aufs Gleiche raus. Geteilt durch 1,5 ist das gleiche wie mal 2 Eintel. Also mal 2 auf beiden Seiten. Das heißt, hier fällt es weg, hier muss ich mal 2 rechnen, hier muss ich mal 2 rechnen, erhalte ich 2x minus 1. Und jetzt habe ich das lineare Gleichungssystem in der Form, so dass ich es einzeichnen kann. Nehmen wir uns mal das erste Gleichungssystem her. Da nehme ich jetzt einfach den Wert x gleich 0, also hier, und berechne, was dann für ein y-Wert rauskommt. Minus 0 plus 3,5. Das heißt, der y-Wert ist plus 3,5. Dann setze ich, ich kann natürlich beliebige Werte einsetzen. Ich hätte auch statt 0 die 1, 2, 3, 4, 5, aber ich nehme halt die, die am einfachsten sind. Jetzt setze ich eine 1 ein. Dann steht hier minus 1 plus 3,5. Das ergibt plus 2,5. Also, wenn ich auf die 1 gehe, ich habe ja hier einen 1 eingesetzt. Vorsicht, das Minus steht pauschal davor, ich habe ein plus 1 eingesetzt, dann lande ich bei plus 2,5. Und jetzt kann ich die, den Graphen zu dieser linearen Funktion zeichnen. Bin schon fertig. Und genauso mache ich es hier. Zuerst setze ich mal wieder 0 ein, also 0, und dann erhalte ich minus 1, weil 2 mal 0 minus 1 ergibt Punkt vor Strich. Minus 1. Dann einen zweiten Wert, indem ich den Einser einsetze. x gleich 1, 2 mal 1 gibt 2, minus 1 gibt 1, also lande ich an dieser Stelle. Und auch hier kann ich den Graphen zeichnen. Und das war es eigentlich schon fast mit der grafischen Lösung, denn jetzt kann ich ja direkt den Schnittpunkt ablesen. S 1,5x-Wert, 2 der y-Wert. Und das kann ich jetzt noch. Durch eine Probe bestätigen. Das heißt, ich nehme die erste Geradengleichung, also y ist gleich minus x plus 3,5, setze diese Werte ein, y hier, x da, aufpassen, das Minus steht eben vor dem x und dann erst setze ich das x ein. Und jetzt sehe ich, dass das natürlich 2 gleich 2 ist. Also minus 1,5 plus 3,5 ergibt ja gerade die 2. Und dementsprechend habe ich eine wahre Aussage. Für die erste Funktion stimmt das schon mal, dass dieser gesuchte Schnittpunkt auf dieser Geradengleichung liegt, beziehungsweise auf diesem Graphen liegt. Und wenn ich jetzt die zweite Geradengleichung mir anschaue, dann muss ich das ja natürlich auch einsetzen. 2 mal 1,5 minus 1 und das Y hier. Und das ergibt ja 3, minus 1 ergibt 2. Das heißt, ich habe auch hier eine wahre Aussage. Also habe ich bestätigt, dass beide Punkte bei beiden geraden Gleichungen gleichzeitig gelten und zugleich. Und damit kann ich die Lösungsmenge angeben. Und die Lösungsmenge ist es natürlich nicht eine Zahl, sondern ein Zahlenpaar. Ein x und ein y. So wenn man eben einen Schnittpunkt darstellt.